herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir, wie man dieses sehr schöne Sommershirt häkelt, welches ganz einfach ist. Es besteht aus 4 Musterrunden, die wir stets wiederholen, und es wird von oben nach unten gearbeitet an einem Stück. Wir starten mit großen Luftmaschen und ein Motiv besteht aus 4 großen Luftmaschen. Wir brauchen es aber paarweise, also berechnen wir 8 große Luftmaschen. Mein Shirt habe ich in der Größe SM gehäkelt und ich bin gestartet mit 56 große Luftmaschen. Für L brauchen wir 64 große Luftmaschen, für XL 72 große Luftmaschen und für jede weitere Größe berechnen wir noch 8 große Luftmaschen dazu. Ich habe mit Nadelstärke Nummer 3 gearbeitet, weil ich sehr fest arbeite. Wenn ihr locker arbeitet, würde, denke ich, auch eine 2,5 für diese Größe ausreichen. Es ist, wie gesagt, ganz, ganz einfach. Das Einzige, worauf wir achten, ist, dass nach dem Armausschnitt beenden wir immer die 4. Musterrunde ganz normal mit der Kettmasche. Dann wenden wir unsere Arbeit, häkeln eine Kettmasche, wenden wieder unsere Arbeit und starten ganz normal mit der 1. Musterrunde. Auch das ist super einfach und wir sehen, wie das geht, wenn wir den Armausschnitt formen. Hier oben habe ich es so gelassen am Halsausschnitt, wie es ist. Also es gefällt mir so, wie es ist. Wer möchte, kann natürlich auch 1-2 Runden mit festen Maschen häkeln. Schauen wir uns an, wie dieses wirklich sehr, sehr schöne Sommershirt gearbeitet wird. Die Wolle, die ich heute verwende, ist von Bariwoll. Es ist eine Bobbel und wie immer eine wunderschöne Farbkombination. Richtig schöne, frische, lebendige Farben. Wir haben hier ein leichtes Orange, ein etwas kräftigeres Orange, etwas Grau. Wirklich einfach super, super schön. Meine Bobbel besteht aus 50% Baumwolle, 50% Acryl. Sie ist vierfädig, wiegt ca. 250 Gramm und hat 1000 Meter Lauflänge. Arbeiten werde ich heute mit Nadelstärke Nummer 3. Die Farbnummer ist die 213. Und wieder ein ganz großes Dankeschön an die Irina Feck für die immer so tolle Wolle, die sie mir zukommen lässt. Alle Angaben zum Bariwoll Shop findet ihr unter diesem Video. Besucht den Shop, ihr werdet sehen, da ist wirklich eine ganz große, tolle Auswahl an Bobbels und nicht nur. Wir starten mit großen Luftmaschen und das machen wir wie folgt. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Nun gehe ich zurück zur 1. Luftmasche und häkel ein ganzes Stäbchen. Ich mache den Umschlag, steche in die 1. Luftmasche ein, hole mir den Faden durch die Luftmasche nach vorne und häkel ein ganzes Stäbchen. Und meine 1. große Luftmasche ist fertig. Wieder 3 Luftmaschen, Umschlag. Und jetzt steche ich in die Masche ein, die diese große Luftmasche zusammenhält. Ich gehe unter beiden Fäden, hole mir den Faden nach vorne und häkel ein ganzes Stäbchen. Das ist die 2. große Luftmasche. Und wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen. Ich mache den Umschlag und häkel das Stäbchen wieder in die Masche über der großen Luftmasche. Diese Masche hält beide Luftmaschenketten zusammen. Immer unter beiden Fäden einstechen, den Faden holen und ein ganzes Stäbchen fertig häkeln. Wieder 3 Luftmaschen, Umschlag, in die Masche einstechen, die die große Luftmasche zusammenhält und ein ganzes Stäbchen häkeln. Und das machen wir, bis wir insgesamt 56 solche großen Luftmaschen haben. 1, 2, 3, 4. Insgesamt häkel ich 56. Meine Luftmaschenkette mit 56 großen Luftmaschen ist gehäkelt. Und diese schließe ich jetzt zu einem Kreis, indem ich ganz vorsichtig zu meiner 1. Luftmasche gehe.
Auch hier achte ich darauf, dass sich die Luftmaschen nicht verdrehen und gehe vorsichtig zu meiner Anfangsluftmasche. Hier. Ich steche in die Lücke der ersten Luftmasche ein und hole mit dem Faden durch die Lücke nach vorne. Und häkel eine Kettmasche. Somit kann ich jetzt in Runden weiterarbeiten. Drei Luftmaschen, diese zähle ich als ein ganzes Stäbchen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke der Luftmasche häkeln. Drei Luftmaschen und zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln in derselben Lücke. Das heißt, ich mache den Umschlag, steche in die Lücke der Luftmasche ein, hole den Faden nach vorne und jetzt hole ich den Faden durch die ersten zwei Schlingen. Und zwei Schlingen behalte ich auf der Nadel. Nochmal ein Umschlag in dieselbe Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, den Faden durch die ersten zwei Schlingen ziehen. Jetzt habe ich drei Schlingen auf der Nadel. Nun hole ich den Faden durch diese drei Schlingen. Wir haben jetzt hier ein großes Dreieck. Die drei Luftmaschen und das Stäbchen zählen wir hier auch so, als hätten wir diese zusammengehäkelt. Dann drei Luftmaschen und zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die nächste große Lücke hier und gehe zur übernächsten. Und hier häkle ich ein kleines Dreieck. Das heißt, die nächste Lücke bleibt leer. Ich steche in die übernächste ein, häkle ein ganzes Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und nochmal ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Und das kleine Dreieck ist fertig. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die nächste große Luftmasche und gehe zur übernächsten. Hier häkle ich eine feste Masche, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die nächste große Luftmasche und in der übernächsten häkle ich wieder ein kleines Dreieck. Also die nächste Luftmasche leer lassen, in der übernächsten ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Drei Luftmaschen. Die nächste große Luftmasche überspringen, in der übernächsten eine feste Masche häkeln, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die nächste Luftmasche, in der übernächsten ein Dreieck häkeln. Wieder ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Wir haben jetzt hier ein großes Dreieck und dann drei kleine Dreiecke. Eins ist hier, das zweite hier und das dritte hier. Und jetzt häkeln wir wieder ein großes Dreieck. Drei Luftmaschen. Die nächste große Luftmasche überspringen und in der übernächsten zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Die nächste Luftmasche bleibt leer. Ich steche in die übernächste ein, hole den Faden durch die Lücke nach vorne. Jetzt hole ich den Faden durch die ersten zwei Schlingen und zwei Schlingen behalte ich auf der Nadel. Wieder ein Umschlag, in dieselbe Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, den Faden durch die ersten zwei Schlingen ziehen. Wir haben drei Schlingen auf der Nadel. Jetzt den Faden durch diese drei Schlingen ziehen. Wir haben zwei Stäbchen zusammengehäkelt. Drei Luftmaschen und nochmal
zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln in derselben Lücke. Das erste Stäbchen, welches ich noch nicht fertig häkel, und das zweite. Und so sieht das Ganze bis jetzt aus. Hier haben wir die großen Dreiecke, da werden unsere Zunahmen stattfinden. Und hier haben wir drei kleine Dreiecke. 1, 2, 3. Das ist der Schulterbereich. Jetzt häkel ich mein Vorderteil und da werde ich vier kleine Dreiecke häkeln. Also wieder drei Luftmaschen. Die nächste große Luftmasche überspringen, in der übernächsten ein kleines Dreieck häkeln. Ich steche in die übernächste Luftmasche ein, häkel ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Drei Luftmaschen, die nächste große Lücke überspringen, in der übernächsten eine feste Masche, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Wieder drei Luftmaschen. Ich überspringe die nächste Luftmasche. In der übernächsten häkel ich mein zweites Dreieck. Ein ganzes Stäbchen. Zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die nächste große Luftmasche. In der übernächsten häkel ich eine feste Masche. Vier Luftmaschen. Und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die nächste große Luftmasche, in der übernächsten häkel ich mein drittes Dreieck. Wieder ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Drei Luftmaschen, die nächste Luftmasche überspringen, in der übernächsten eine feste Masche. Vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Drei Luftmaschen, die nächste Luftmasche überspringen, in der übernächsten häkel ich mein viertes Dreieck. Also wieder ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Und jetzt haben wir hier vier Dreiecke. Nun häkeln wir wieder das große Dreieck. Drei Luftmaschen. Die nächste Luftmasche bleibt leer. In der übernächsten häkel ich zwei ganze Stäbchen zusammen. Drei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben jetzt hier einmal am Anfang das große Dreieck, sag ich mal, gehäkelt. Die zwei Stäbchen, die wir zusammen gehäkelt haben, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen zusammen. Dann haben wir hier drei Dreiecke und dann folgt wieder, so ich hoffe, das kann man jetzt hier sehen, das große Dreieck. Dann haben wir ein kleines Dreieck, das zweite kleine Dreieck und das dritte kleine Dreieck und dazwischen die Bögen. Und dann haben wir hier wieder zwei Stäbchen zusammen gehäkelt, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen zusammengehäkelt.
Das sind hier unsere Zunahmen, da häkeln wir die. Und zwischen diesen großen Dreiecken haben wir die drei kleinen Dreiecken. Diese haben wir für den Schulterbereich. Für das Vorder- bzw. Rückenteil haben wir vier kleine Dreiecke zwischen den großen. Hier ist das große Dreieck, hier ist das große Dreieck und dazwischen haben wir 1, 2, 3, 4 kleine Dreiecke. Jetzt häkeln wir hier wieder drei kleine Dreiecke, dann das große Dreieck, das ist der zweite Schulterbereich und dann vorne wieder vier kleine Dreiecke. So sieht das Ganze jetzt hier aus und ich habe meine Markierer dort rangesetzt, wo die großen Dreiecke sind. Hier ist ein großes Dreieck, hier ein großes Dreieck, hier ein großes Dreieck und auch hier ein großes Dreieck. Zwischen diesen großen Dreiecken habe ich hier für den Schulterbereich drei kleine Dreiecke, sowie auch hier. Und für meinen Rücken und Vorderteil habe ich zwischen den großen Dreiecken jeweils vier kleine Dreiecke. Diese großen Dreiecken sind die Zunahme oder besser gesagt die schräge Linie, die entsteht für den Armausschnitt, für die Ärmel. So, jetzt beende ich erstmal meine erste Musterrunde. Hier habe ich mein letztes kleines Dreieck gehäkelt, drei Luftmaschen. Mustergerecht lasse ich die letzte große Luftmasche leer und häkel eine Kettmasche in der Masche des Stäbchens. Hier sind die drei Luftmaschen, hier das Stäbchen. Ich steche in die Masche des Stäbchens ein und häkel hier eine Kettmasche. Und die erste Runde ist fertig. Ich häkel eine Kettmasche in der Lücke des großen Dreiecks und starte hier meine zweite Runde. Auch hier arbeite ich ein großes Dreieck, genauso wie ich es in der letzten Runde gemacht habe. Das heißt, ich starte mit drei Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen. Und wir zählen diese zwei Stäbchen, also die drei Luftmaschen und das Stäbchen, so als hätten wir diese zusammengehäkelt. Drei Luftmaschen und zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln in derselben Lücke. Ich häkel das erste Stäbchen noch nicht fertig und häkel jetzt ein zweites Stäbchen. Drei Luftmaschen und ich gehe zum kleinen Dreieck. In dieser Runde häkel ich zwei ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke des Dreiecks. Und so sieht das Ganze aus. In der letzten Runde hatte unser Dreieck ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. In dieser Runde hat das Dreieck zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und ich gehe hier zum Bogen und häkel einen neuen Bogen in der Lücke. Also in der Lücke des Bogens eine feste Masche häkeln, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Wieder drei Luftmaschen und ich gehe zum nächsten kleinen Dreieck. Auch hier in der Lücke des Dreiecks zwei ganze Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Und das ist unser Musterrapport der zweiten Runde. Wieder drei Luftmaschen. Ich gehe zum nächsten Bogen und häkle in der Lücke des Bogens einen neuen Bogen. Eine feste Masche, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke.
drei Luftmaschen. Ich gehe zum nächsten kleinen Dreieck. Auch hier zwei ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Drei Luftmaschen und hier ist das nächste große Dreieck. Auch hier häkeln wir in der Lücke des Dreiecks ein neues großes Dreieck. Also in der Lücke zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Drei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke zusammenhäkeln. Wenn wir die kleinen Dreiecke häkeln, haben wir immer zwei Luftmaschen dazwischen. Und wenn wir die großen Dreiecke häkeln, haben wir dann immer drei Luftmaschen dazwischen. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen, habe das letzte Dreieck mit zwei ganzen Stäbchen gehäkelt, drei Luftmaschen und ich beende die Runde wieder mit einer Kettmasche. Ich steche in die Masche des Stäbchens ein und häkel hier die Kettmasche. Starten wir die dritte Runde. In der Lücke des großen Dreiecks erstmal eine Kettmasche und wir häkeln wieder ein großes Dreieck. Also drei Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen in der Lücke, drei Luftmaschen und zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln in derselben Lücke. Jetzt zwei Luftmaschen und ich gehe zum Dreieck. In der Masche des ersten Stäbchens häkel ich zwei ganze Stäbchen in derselben Masche. Das erste und das zweite Stäbchen in derselben Masche. In der Masche des zweiten Stäbchens auch zwei ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins und das zweite Stäbchen in derselben Masche. Somit habe ich jetzt hier insgesamt vier ganze Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den nächsten zwei Stäbchen des Dreiecks. Auch hier in der Masche des ersten Stäbchens zwei ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins zwei. In der Masche des nächsten Stäbchens zwei ganze Stäbchen in derselben Masche. Eins zwei. Und so sieht das Ganze aus. Zwei Luftmaschen und hier ist der Bogen. In der Lücke des Bogens häkel ich einen neuen Bogen. Also eine feste Masche, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Und ich gehe zum nächsten Dreieck. Auch hier in der Masche des ersten Stäbchens zwei ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins, zwei. In der Masche des zweiten Stäbchens zwei ganze Stäbchen in derselben Masche. Das erste und das zweite. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den nächsten zwei Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens wieder zwei ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln.
Und auch in der Masche des zweiten Stäbchens zwei ganze Stäbchen in derselben Masche. Zwei Luftmaschen und ich gehe zum Bogen. Auch hier in der Lücke des Bogens ein neuer Bogen. Eine feste Masche in der Lücke, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Wieder zwei Luftmaschen und ich gehe zum nächsten Dreieck. In der Masche des ersten Stäbchens zwei ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei. In der Masche des zweiten Stäbchens zwei ganze Stäbchen. Das erste und das zweite Stäbchen in derselben Masche. Zwei Luftmaschen und ich gehe zu den nächsten zwei Stäbchen. Auch hier in der Masche des ersten Stäbchens zwei ganze Stäbchen. Eins, zwei. In der Masche des zweiten Stäbchens zwei ganze Stäbchen. Zwei Luftmaschen und ich gehe zum großen Bogen. Und hier häkle ich einen großes Dreieck. Auch hier häkle ich ein neues Dreieck. Also in der Lücke zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Drei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln in derselben Lücke. So, und so sieht das Ganze aus. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen, habe die Stäbchen gehäkelt, zwei Luftmaschen und beende die Runde wieder mit einer Kettmasche. Ich steche in die Masche des Stäbchens ein und häkel hier eine Kettmasche. Und die Runde ist fertig. Wir starten die vierte Runde. Eine Kettmasche in der Lücke. Und ich häkel auch hier jetzt ein großes Dreieck. Also drei Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen in der Lücke. Drei Luftmaschen und zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln in derselben Lücke. Eine Luftmasche. Und ich gehe zu den vier ganzen Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens zwei ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins und das zweite Stäbchen in derselben Masche. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. Und in der nächsten Masche zwei ganze Stäbchen in derselben Masche. Eins und das zweite Stäbchen in derselben Masche. Somit habe ich in der Masche des ersten Stäbchens zwei ganze Stäbchen in derselben Masche gehäkelt, in der Masche des zweiten Stäbchens ein Stäbchen, in der Masche des dritten Stäbchens ein Stäbchen und in der Masche des vierten Stäbchens zwei ganze Stäbchen in derselben Masche. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den nächsten vier ganzen Stäbchen. Auch hier in der Masche des ersten Stäbchens zwei ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins und das zweite. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen, in der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen und in der nächsten Masche zwei ganze Stäbchen in derselben Masche.
wieder eine Luftmasche. Ich überspringe den Boden und gehe gleich zu den Stäbchen. Also den Bogen komplett überspringen und wir gehen zu den ersten vier Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens wieder zwei ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins, zwei. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. Und in der nächsten Masche wieder zwei ganze Stäbchen in derselben Masche. Eins, zwei. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den nächsten vier ganzen Stäbchen. Auch hier in der Masche des ersten Stäbchens. Zwei ganze Stäbchen in derselben Masche. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. Und in der letzten Masche zwei ganze Stäbchen in derselben Masche. Eine Luftmasche. Wir überspringen den Bogen und gehen direkt zu den nächsten Stäbchen. Und hier arbeiten wir genauso. In der Masche des ersten Stäbchens zwei ganze Stäbchen. In der Masche des zweiten Stäbchens ein Stäbchen. In der Masche des dritten Stäbchens ein Stäbchen. In der Masche des vierten Stäbchens zwei ganze Stäbchen derselben Masche. Zwei Luftmaschen und hier genauso. In der ersten Masche zwei ganze Stäbchen. In der zweiten Masche ein Stäbchen. In der dritten Masche ein Stäbchen. Und in der vierten Masche zwei ganze Stäbchen derselben Masche. Eine Luftmasche und in der Lücke des großen Dreiecks ein großes Dreieck. Das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Alle Stäbchen sind gehäkelt, eine Luftmasche und ich beende die Runde wieder mit einer Kettmasche. Ich steche in die Masche des Stäbchens ein und häkel hier die Kettmasche. Und die Runde ist fertig. So, ich starte die nächste Runde und hier fangen wir mit dem Muster versetzt an. Das heißt, hier ist das große Dreieck. Ich häkel ganz normal ein großes Dreieck. Eine Kettmasche in der Lücke und jetzt die drei Luftmaschen. Ein ganzes Stäbchen, drei Luftmaschen und zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln in derselben Lücke. Ohne Luftmasche gehe ich hier zu der Luftmasche zwischen dem großen Dreieck und den Stäbchen. In dieser Luftmasche häkel ich jetzt ein kleines Dreieck, also ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und gehe in die Lücke zwischen den Stäbchen und in dieser Lücke häkle ich jetzt den Bogen. Eine feste Masche in der Lücke, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und gehe zur Luftmasche zwischen den Stäbchen. Auch in dieser Luftmasche ein Dreieck. Also ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Drei Luftmaschen.
Ich überspringe die Stäbchen und gehe zur Lücke. Auch hier einen Bogen. Eine feste Masche. Vier Luftmaschen. Und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und gehe zur Luftmasche zwischen den Stäbchen. In dieser Luftmasche wieder ein Dreieck häkeln. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Masche. Wieder drei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen in der Lücke zwischen den Stäbchen einen Bogen. Also eine feste Masche, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und steche in die Luftmasche zwischen den Stäbchen und dem großen Dreieck ein. Und auch hier häkele ich ein Dreieck. Also ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Ohne Luftmasche gehe ich in die Lücke des großen Dreiecks und häkel hier ein neues großes Dreieck. Also in der Lücke zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Drei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln in derselben Lücke. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Das ist quasi die Wiederholung unserer ersten Musterreihe. Ich bin am Ende der Runde angekommen, habe in der letzten Luftmasche zwischen den Stäbchen und dem großen Dreieck mein letztes kleines Dreieck gehäkelt und beende die Runde wieder mit einer Kettmasche. Ohne Luftmasche steche ich in die Masche des Stäbchens ein und häkel hier die Kettmasche. Starten wir die zweite Musterrunde. Eine Kettmasche in der Lücke und ich häkel drei Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen in der Lücke, drei Luftmaschen und die zwei ganzen Stäbchen zusammen in derselben Lücke. So, eine Luftmasche jetzt und hier ist mein Dreieck. Ich häkel die zweite Musterrunde. In der zweiten Musterrunde haben wir zwei ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks gehäkelt. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke des Dreiecks. Drei Luftmaschen. Hier ist der Bogen. In der Lücke des Bogens häkle ich einen neuen Bogen. Also eine feste Masche, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Drei Luftmaschen. Ich gehe zum nächsten Dreieck und auch hier zwei ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Drei Luftmaschen. Ich gehe zum nächsten Bogen. In der Lücke des Bogens einen neuen Bogen. Eine feste Masche, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Drei Luftmaschen. Ich gehe zum nächsten Dreieck und auch hier zwei ganze Stäbchen.
2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Lücke. Wieder 3 Luftmaschen. Hier ist der nächste Bogen, auch hier in der Lücke des Bogens ein neuer Bogen. Eine feste Masche, 4 Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. 3 Luftmaschen. Ich gehe zum nächsten Dreieck und häkle auch hier 2 ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. 2 Luftmaschen. Und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Lücke. Wir wiederholen quasi die zweite Musterrunde. Und jetzt den kleinen Unterschied mit einer Luftmasche. Und hier häkele ich ein neues großes Dreieck. 2 ganze Stäbchen zusammenhäkeln. 3 Luftmaschen. Und nochmal 2 ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Wir häkeln ganz normal unsere zweite Musterrunde und der kleine Unterschied, den wir haben, ist hier die eine Luftmasche nach dem großen Dreieck und auch hier vor dem großen Dreieck. So, wir haben jetzt die zweite Musterrunde. Das, was wir gemacht haben, ist das Muster versetzt arbeiten und gleichzeitig Zunahmen in der ersten Musterrunde gehäkelt. Das heißt, hier sind die Dreiecke. Ich bin gestartet mit 3 Dreiecken zwischen diesen großen Dreiecken. Eins ist hier, das zweite hier, das dritte hier. Jetzt arbeite ich das Muster versetzt und habe 4 Dreiecke. 1, 2, 3, 4. Unsere Zunahmen finden hier am Anfang der Runde vor dem großen Dreieck quasi statt. So, ich häkel die Runde erstmal fertig und dann schauen wir, wie die nächste Runde arbeiten. Ich bin am Ende der Runde angekommen, habe das Dreieck gehäkelt, eine Luftmasche und beende die Runde wieder mit einer Kettmasche. Die zweite Musterrunde ist fertig. Starten wir mit der dritten. In der Lücke des Dreiecks häkel ich wieder ein großes Dreieck, also eine Kettmasche in der Lücke und jetzt 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in der Lücke, 3 Luftmaschen und 2 ganze Stäbchen zusammenhäkeln in derselben Lücke. Jetzt 2 Luftmaschen und es geht ganz normal weiter mit der dritten Musterrunde. Hier ist das Dreieck. In der Masche des ersten Stäbchens 2 ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. 1, 2. In der Masche des nächsten Stäbchens 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. 1, 2. 2 Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den nächsten 2 Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens 2 ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. 1, 2. In der Masche des nächsten Stäbchens 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. Drei Luftmaschen. In der Lücke des Bogens einen neuen Bogen, also eine feste Masche, 4 Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. 3 Luftmaschen und wir arbeiten normal im Muster weiter. Hier ist das nächste Dreieck, 2 ganze Stäbchen in der ersten Masche.
2 ganze Stäbchen in der zweiten Masche, 2 Luftmaschen, Lücke leer lassen, wir gehen zum nächsten Stäbchen. 2 Stäbchen in der ersten Masche, 2 Stäbchen in der zweiten Masche. Wir wiederholen das Muster, bis wir hier beim letzten Dreieck gekommen sind. Auch hier häkeln wir die 2 Stäbchen in den Maschen der Stäbchen, 2 Luftmaschen, wieder 2 Stäbchen in den Maschen der Stäbchen und 2 Luftmaschen. Dann das große Dreieck. Wir arbeiten ganz normal im Muster weiter mit dem kleinen Unterschied, dass wir hier zwischen dem kleinen und dem großen Dreieck dann die 2 Luftmaschen haben. Ich bin am Ende der Runde angekommen, habe alle Stäbchen gehäkelt, 2 Luftmaschen und beende die Runde wieder mit einer Kettmasche. Und die Runde ist fertig. Starten wir mit der vierten Musterrunde. In der Lücke des Dreiecks eine Kettmasche und die Runde startet wieder mit dem großen Dreieck. 3 Luftmaschen, 1 Stäbchen in der Lücke. 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen zusammenhäkeln in derselben Lücke. Eine Luftmasche und wir arbeiten die Runde ganz normal, so wie wir es auch hier gemacht haben. Wir häkeln jetzt ganz normal unsere vierte Musterrunde. Ich gehe zu den Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens 2 ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. Das erste und das zweite Stäbchen in derselben Masche. In der Masche des zweiten Stäbchens 1 ganzes Stäbchen. In der Masche des dritten Stäbchens 1 ganzes Stäbchen. Und in der Masche des vierten Stäbchens 2 ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. 1 und das zweite Stäbchen in derselben Masche. 2 Luftmaschen. Wenn ihr sehr locker arbeitet, könnt ihr hier bei der vierten Musterrunde auch nur eine Luftmasche häkeln. Ihr könnt so machen, wie es euch am besten gefällt. Wenn die Lücke euch zu groß ist, könnt ihr eine Luftmasche häkeln. So, ich habe hier 2 Luftmaschen, gehe zu den nächsten 4 Stäbchen. Und auch hier, in der Masche des ersten Stäbchens, häkle ich 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. In der Masche des zweiten Stäbchens 1 ganzes Stäbchen. In der Masche des dritten Stäbchens 1 ganzes Stäbchen. In der Masche des vierten Stäbchens 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. Eine Luftmasche. Ich überspringe den Bogen und gehe zu den nächsten Stäbchen. Und hier wiederhole ich. Der Bogen bleibt leer. Ich steche in die Masche des ersten Stäbchens ein und häkle 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. In der nächsten Masche 1 Stäbchen. In der nächsten Masche 1 Stäbchen. In der nächsten Masche 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den nächsten Stäbchen. Und auch hier in der Masche des ersten Stäbchens 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. In der Masche des zweiten Stäbchens 1 Stäbchen. In der Masche des dritten Stäbchens 1 Stäbchen. In der Masche des vierten Stäbchens 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. Eine Luftmasche.
Wir überspringen den Bogen und gehen zu den nächsten Stäbchen und arbeiten genauso, wie wir es hier gemacht haben. Und zwischen den Stäbchen hier und dem Dreieck haben wir dann wieder eine Luftmasche. Und das wiederholen wir bis zum Ende der Runde. Meine Runde ist fertig gehäkelt und unser Musterrapport mit den 4 Musterrunden ist wieder komplett. Ab jetzt wiederholen wir den 2. Musterrapport, genauso wie wir das jetzt eben gearbeitet haben. Diese 4 Musterrunden, die wir gerade gehäkelt haben. Das machen wir, bis wir unsere Armausschnitte erreicht haben. Das heißt, wir starten jetzt hier wieder mit dem Dreieck. Eine Luftmasche, ein kleines Dreieck in der Luftmasche zwischen dem Dreieck und den Stäbchen. 3 Luftmaschen in den Lücken zwischen den Stäbchen hier des Dreiecks häkeln wir den Bogen. Dann wieder 3 Luftmaschen in der einen Luftmasche zwischen den Stäbchen ein Dreieck. 3 Luftmaschen Bogen in der Lücke zwischen den Stäbchen. Wir werden jetzt die erste Musterrunde wieder starten und in dieser ersten Musterrunde haben wir dann ein Dreieck hier, 2. Dreieck hier, 3. Dreieck hier, 4. Dreieck hier und ein 5. Dreieck hier. Das heißt, wir haben dann wieder eine Zunahme. Wir arbeiten versetzt und haben auch gleichzeitig die Zunahme. So, und so langsam nimmt das Ganze jetzt auch Form an. Wir wiederholen jetzt so viele Musterrapporte, bis wir an der Stelle angekommen sind, wo wir unseren Armausschnitt formen möchten. Ich häkel das jetzt erstmal ein bisschen weiter und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich habe die Stelle erreicht, an der ich meine Armausschnitte formen möchte und insgesamt habe ich das Muster jetzt 5-mal gehäkelt. Einmal ein kompletter Musterrapport hier, ein 2. Mal, ein 3., ein 4. und ein 5. Mal. Hier bin ich am Ende der 4. Musterrunde, die ich gleich mit einer Kettmasche beenden werde. Hier ist das Vorderteil, hier das Rückenteil, hier beide Ärmel. Fürs Vorder- und Rückenteil hatte ich zwischen den Muscheln hier 4 Musterrapporte am Anfang gehabt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und für die Ärmel habe ich zwischen den Muscheln 3 Musterrapporte. Formen wir den ersten Armausschnitt. Hier bin ich, wie gesagt, am Ende der 4. Musterrunde. Alle Stäbchen sind gehäkelt. Jetzt noch eine Luftmasche und ich beende die Runde wieder mit einer Kettmasche. Und der Musterrapport ist komplett. Nun wende ich meine Arbeit. Ich gehe zurück zur Luftmasche, die ich gerade gehäkelt habe und in dieser Luftmasche häkele ich eine Kettmasche. Ich wende wieder meine Arbeit und so kann ich jetzt in der Luftmasche über der Lücke meine nächste Runde starten. Und das ist die Wiederholung der ersten Musterrunde und wir formen gleichzeitig den Armausschnitt. 3 Luftmaschen und diese 3 Luftmaschen zählen als ein ganzes Stäbchen. Nochmal 2 Luftmaschen und in derselben Luftmasche häkele ich ein ganzes Stäbchen. Somit startet meine Runde jetzt mit einem Dreieck. Die 3 Luftmaschen sind das erste Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Masche. 3 Luftmaschen und ich gehe hier zur Muschel. Das sind die Stäbchen, die wir zusammen gehäkelt hatten. Zwischen diesen Stäbchen hatte ich 3 Luftmaschen. Ich steche in die mittlere, also in die 2. Luftmasche ein. Und jetzt gehe ich zur nächsten Muschel. Hier. Und das gleiche mache ich auch hier bei dieser Muschel. Hier sind die Stäbchen, die ich zusammengehäkelt hatte. Zwischen den Stäbchen 3 Luftmaschen. Ich steche in die 2. Luftmasche ein und hole mit dem Faden durch diese Luftmasche und durch die Luftmasche, die auf meiner Nadel ist. Und jetzt häkle ich eine feste Masche fertig. 4 Luftmaschen.
Hier habe ich die feste Masche gehäkelt. In der nächsten Masche häkle ich jetzt hier eine feste Masche. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Der Armausschnitt ist geformt. Ich habe hier ein Dreieck, drei Luftmaschen, den Bogen. Und es geht mustergerecht mit der ersten Musterrunde weiter. Das heißt, erstmal drei Luftmaschen. Ich gehe zur Luftmasche zwischen der Muschel und den Stäbchen und häkle in der Luftmasche ein Dreieck. Ein Stäbchen in der Luftmasche, zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Luftmasche. Das Dreieck ist fertig. Drei Luftmaschen. Und ich gehe zur Lücke zwischen den Stäbchen. In dieser Lücke häkle ich wieder einen Bogen. Eine feste Masche, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Und wieder drei Luftmaschen. Und ich gehe zur Luftmasche zwischen den Stäbchen. Auch in dieser Luftmasche wieder ein Dreieck häkeln. Also in der Luftmasche ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Luftmasche. Wir wiederholen die erste Musterrunde. Wieder drei Luftmaschen, ein Bogen in der Lücke. Drei Luftmaschen, ein Dreieck in der Luftmasche. Und das machen wir, bis wir hier beim zweiten Armausschnitt angekommen sind. Hier bei der nächsten Muschel. Ich bin bei der nächsten Muschel angekommen, habe mustergerecht das Dreieck zwischen der Muschel und den Stäbchen in der Luftmasche gehäkelt. Und jetzt forme ich den zweiten Armausschnitt genauso wie den ersten. Erstmal drei Luftmaschen. Und hier ist die Muschel. Zwischen den Stäbchen habe ich die drei Luftmaschen. Ich steche in die zweite Luftmasche ein und nehme mir die nächste Muschel zur Hand. Auch hier habe ich zwischen den Stäbchen die drei Luftmaschen. Ich steche auch hier in die zweite Luftmasche ein und hole mir jetzt den Faden durch beide Luftmaschen. Und häkel hier eine feste Masche fertig. Vier Luftmaschen. Hier habe ich gerade gearbeitet. Ich gehe zur nächsten Masche und häkel hier eine feste Masche. Der zweite Armausschnitt ist geformt. Hier ist das Dreieck, die drei Luftmaschen, der Bogen. Und es geht normal im Muster weiter. Also wieder drei Luftmaschen. In der Luftmasche zwischen der Muschel und den Stäbchen ein Dreieck. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Masche. Wieder drei Luftmaschen. Ich gehe zur Lücke zwischen den Stäbchen und häkel hier den Bogen. Eine feste Masche, vier Luftmaschen und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Wieder drei Luftmaschen, in der Luftmasche zwischen den Stäbchen das Dreieck, drei Luftmaschen, in der Lücke den Bogen. Wir wiederholen das Muster bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen, habe den Bogen in der Lücke zwischen den Stäbchen gehäkelt, drei Luftmaschen und beende die Runde wieder mit einer Kettmasche. Diese Runde habe ich mit dem Dreieck gestartet. Ich steche in die dritte Luftmasche des Dreiecks ein und häkel hier die Kettmasche. Und meine Runde ist fertig. Wir starten mit der zweiten Musterrunde. Das ist die erste mit dem Dreieck hier, das haben wir gerade hier oben gearbeitet. Nun starten wir mit der zweiten Musterrunde. Das ist die Runde mit den zwei ganzen Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks.
Deshalb häkeln wir jetzt erstmal eine Kettmasche in der Lücke des Dreiecks, so dass wir hier in der Lücke die nächste Runde starten können. Ab jetzt haben wir keine Zunahmen mehr, also keine Muscheln mehr, nur das Muster. Drei Luftmaschen, das ist das erste Stäbchen und ein ganzes Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen und zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Und wir haben jetzt unsere zwei ganzen Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen. Es geht normal im Muster weiter. Drei Luftmaschen. Hier ist der Bogen. In der Lücke des Bogens häkeln wir einen neuen Bogen. Eine feste Masche. Vier Luftmaschen. Und noch eine feste Masche in derselben Lücke. Wieder drei Luftmaschen in der Lücke des Dreiecks, das neue Dreieck mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen in der Lücke des Bogens, den Bogen. Wir arbeiten ganz normal unser Muster weiter, bis wir die gewünschte Länge für unseren Pulli bzw. Top erreicht haben. Es geht dann weiter mit der dritten Runde, wenn wir die zweite beendet haben. Und ihr seht, die dritte Runde ist diese mit den vier ganzen Stäbchen. Also beenden wir diese Runde dann hier bei der dritten Luftmasche und starten hier die nächste Runde, genauso wie wir es hier haben. Wir häkeln dann zwei Stäbchen in der ersten Masche, zwei Stäbchen in der zweiten Masche. Ganz normal im Muster weiterarbeiten. Mein Shirt ist fertig gehäkelt. Meine letzte Runde ist die vierte Musterrunde. Ich mache da gar nichts weiter, weil es mir so gefällt, wie es ist. Wer möchte, kann jetzt natürlich eine Runde mit festen Maschen häkeln, beziehungsweise Picots. Und so sieht das Ganze aus. Es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Mir gefällt das Ergebnis sehr gut und ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir. Das war's für heute. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren. Es werden noch viele weitere schöne Projekte folgen. Ich freue mich über ein Like und einen netten Kommentar, was euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.